So, liebe Freunde der ordentlichen Kursbewegung an den Märkten im Forex- und Rohstoffbereich. Da sind wir wieder. Wir haben Mitte der Woche. Die Jecken toben sich weiterhin ein bisschen aus in Deutschland oder machen heute ein bisschen Ruhetag. Der DAX verharrt auf relativ hohem Niveau. Ansonsten Ölpreise ebenfalls in der Konsolidierung. Deswegen heute der Blick ins Brand. Wir schauen auf Gold und wir schauen auf britisches Pfund Schweizer Franken. Das Ganze gleich live hier. Und natürlich auch immer wieder Raum für Fragen. Das heißt, wer Lust hat, postet auf Facebook oder zoom einfach in den Chat den einen oder anderen Wunschmarkt und ich gehe gerne darauf entsprechend ein. Also, wir legen los. Zunächst mit dem Risikohinweis. Ich bitte. Wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den Nachrichten. China feiert weiterhin. Okay, das ist ja auch geplant. Die kommen ab morgen wieder in den Handel rein. Ansonsten haben wir aus Großbritannien Zahlen bekommen. Sieht ein bisschen grün aus hier. Was die aktuellen Zahlen angeht, das heißt an dieser Stelle natürlich auch, das hängt immer ein bisschen mit den Analystenerwartungen zusammen. In Summe kann man sagen, Verbraucherpreise leicht angezogen, Erzeugerpreise leicht rückläufig im Vergleich zum Letzten ähm, Report äh, und ähm, das Ganze sieht mir jetzt nicht nach Dingen aus, die hier massiv Bewegung in die Kurse bringen werden. Also, das können wir mal in Ruhe beiseite schieben. Was kommt heute noch? In Kürze gibt es von der EZB den geldpolitischen Begleittext, genauso wie es heute Nachmittag aus den USA von der FED um 20 Uhr, nicht heute Nachmittag, heute Abend um 20 Uhr, das FOMC-Sitzungsprotokoll gibt. Das heißt, da gibt es interessante Informationen seitens der Notenbanken. Pressekonferenzen gibt es dazu. Allerdings nicht am Nachmittag stehen dann aus den USA noch ein paar Informationen an. Wir bekommen den Erzeugerpreisindex, die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion genannt. Alles wichtige Daten. Zum Thema Wirtschaft und wenn wir die Wirtschaft langsam wieder auf dem steigenden Ast sehen, wo die Unternehmer ja schon rausschauen in die nächsten sechs Monate und gesagt haben, wir blicken schon deutlich positiver in die Zukunft, das wird sich irgendwann halt auch in diesen Zahlen äh, bemerkbar machen. Das haben wir gestern schon gesehen beim New York Empire State Herstellungsindex, der war deutlich besser als der Vormonat und auch sehr, sehr deutlich besser als die Analystenerwartungen. Das ist also eine positive Überraschung an dieser Stelle gewesen. Das hat auch den US-Dollar gestärkt. Das passt alles in dieses Bild, was ich hier in diese Richtung mit der US-Dollar-Entwicklung schon mal ähm, genannt hatte. Also da sieht es gar nicht so schlecht aus. Das heißt, der Markt blickt momentan sehr, sehr stark auf die Zeiten, wenn wir eine flächendeckende Impfung haben. Und das ist das, was der Markt momentan auch spielt. Zum Thema flächendeckende Impfung. Da gab es ja hier bei uns in Deutschland jetzt wieder eine, eine, eine Dämpfung äh, sozusagen des Impfprozesses. AstraZeneca, die Impfstoffe sind wohl nicht so gut verträglich. Das ist das, was gerade durch die Medien inzwischen geistert, den DAX stürzt momentan nicht ganz so stark. Von der Seite her warten wir hier erst einmal ab. Wir wissen ja, Nachrichten zum Thema Impfen kann immer einiges entsprechend auch bewirken. Von der Seite her muss man mal schauen, wie es ist. Und dieser Impfstoff ist ja auch noch nicht für die Älteren zugelassen. Das heißt, ich gehe mal nicht davon aus, dass das jetzt so wahnsinnig brutal viele Nebenwirkungen haben wird, weil wir haben ja in Deutschland diesen Stufenplan und die jüngere Generation von unter 65 ist ja jetzt momentan noch gar nicht dran mit diesen impfstoffen also wir werden mal sehen wie sich das ganze weiterentwickelt ansonsten was den dax heute ein bisschen beschäftigen kann ist das thema ähm, der autozahlen bei uns in deutschland die sind hier bei uns äh, oder beziehungsweise der gesamte autosektor in der eu ist nicht ganz so gut momentan unterwegs ganz klar wer kauft sich in der jetzigen phase schon ein auto china ist allerdings deutlich besser unterwegs und damit sind wir ja bei uns in deutschland auch im export tätig und die nachfrage nach deutschen modellen sollte hier den export auch stützen. Zumindest kann man dort einen gewissen Ausgleich sehen. Aber wenn die Automobilwerte natürlich deutlicher nach unten gehen, sollte das auch spürbare Auswirkungen auf der Unterseite im DAX auch haben, weil wir wissen ja, das Thema Automobil ist im DAX schon ziemlich stark vertreten, aber es ein wichtiger Wirtschaftszweig bei uns in Deutschland ist. Also, das ein bisschen rundherum zum Thema der aktuellen Nachrichten hier an äh, dieser Stelle. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ich habe noch gar keine Informationen bekommen äh, von Zoom. Leute, schlaft ihr oder kann man mich nicht sehen oder hören? Gebt gib mir bitte mal ein hallo wenigstens ein lebenszeichen dass ich weiß dass alles okay ist das wäre nämlich schade wenn ich hier den stream laufen lasse und keiner da passt alles klar <laughs> klasse gut mensch also, das passt. Danke für die Rückmeldung. Facebook läuft mittlerweile auch automatisch. Ich freue mich immer, wenn es zumindest mal ein kleines Hallo gibt. Das freut mich an dieser Stelle. Wir machen weiter mit dem Blick in die Charts. Ich mache wie immer den Bildschirm groß hier an dieser Stelle. Das heißt hier den äh, Bildschirm auch in Übertragung, hier in Zoom. Auf HD quasi und damit kann jetzt jeder den Chart vom Öl schon mal sehen. Heute allerdings mal nicht das WTI auf der Uhr, sondern hier in unserem Chart möchte ich gerne mal über das Brand sprechen. Ne? Wir können ja beides traden, warum soll man das also entsprechend nicht machen? Ich lösche hier mal kurz die Linien raus, die wir im Tageschart nicht brauchen. Der Tageschart, wie sieht er aus? Ne? Klasse! Herrlicher Bullenmarkt, wir sehen's, der große, ganz, ganz große Trend, den man auch locker auf Wochenbasis sieht. Der ist weit fortgeschritten und der ist auch sehr, sehr, sehr stark gesehen. Bei Kursen über 46 ist der große, dicke grüne Trend entstanden und der Markt rennt von einem hoch zum nächsten, äh, lässt sich von irgendwelchen Widerstandsleveln gar nicht lange entsprechend ähm, zurückhalten, äh, sondern ja, konsolidiert und dann, zack, geht es weiter. Und wir sehen auch dass dieses Verhalten ein idealtypisches Verhalten ist. Wir sind von unten hier unten raufgekommen, sind hier drüber über die 46, haben kurz oben konsolidiert und seitdem, zack, 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 geht es hier Stück für Stück nach oben. Also sehr gesund sieht das Ganze vom Trend momentan entsprechend aus. Jetzt kommt es darauf an, an der Stelle, wo wir gerade hängen, wie geht es an dieser Stelle entsprechend weiter. Wir haben diese Woche noch keine Ölmarktdaten bekommen wegen dem Feiertag. Heute gibt es die API-Daten, ähm, morgen gibt es dann äh, die ganz, ganz klassischen äh, Lagerbestände aus den USA. Deswegen alles etwas verzögert. Der Markt wartet hier so ein bisschen, aber... Es ist momentan ein Aufwärtstrend da, im Großen wie im Kleinen. Heißt also an dieser Stelle, die aktuelle Verortung sieht gut aus. Wir sind hier knapp unter diesem Wendebereich äh, verortet. Das ist die Marke um die 64,50. Das kommt ein bisschen aus diesem Bereich hier hinten raus. Schaut mal hier, da hatten wir den Drehbereich. Da ist der Markt runtergerutscht, hat kurz korrigiert und dann hat er diesen vorangegangenen Abwärtstrend gemacht. Das ist schon ein interessantes Level hier an dieser Stelle und wenn der markt tatsächlich es schafft hier über dieses wendelevel drüber zu laufen ist der nächste kurzfristige anlaufpunkt hier oben dieses kleine zwischenhoch bei 6613 danach bietet der tageschart raum bis oben rein über die Marke von 72. Dort oben wird dann allerdings auch mit Blick auf das ganz, ganz große Bild die Luft langsam ein bisschen dünn. Wo kommt das her? Schaut euch mal ganz kurz hier den ganz, ganz großen Trend entsprechend an. Schaut euch das. Also das ist jetzt mal hier äh, die, äh, die, die Woche und da können wir uns mal in den Monat reinzoomen oder ich mache gleich mal den Monat kurz auf hier an dieser Stelle. Da kann man es ein bisschen schneller erkennen. Was haben wir hier? Ne? Ich denke mal, hier sieht ein Blinder mit Krückstock, ähm, dass wir hier in diesem großen langen Bereich entsprechend einen Abwärtstrend haben. Hier, das ist mal der Monat, hier gab es die initiale äh, Brechung nach unten rein und dann ging das Ganze hier in die Korrektur und dann zack nach unten und jetzt sind wir halt hoch am Korrigieren und wir sehen halt auch in dieser ganz, ganz großen Zeiteinheit, dass wir hier oben bei Kursen zwischen, ich sag mal grob, das ist jetzt ein Monat, ja, deswegen bin ich hier mal ein bisschen weiter auseinander. Aber irgendwo zwischen äh, 72 und 78 hier oben wird die Luft langsam wirklich sehr, sehr dünn. Da sind wir sehr, sehr weit äh, in die Korrektur auch reingelaufen. Ähm, und das muss man so ein bisschen auch auf der Uhr haben. Also die Bäume werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch im WTI bzw. im Brand nicht in den Himmel wachsen. Und aus diesem Grund sollte man so ein bisschen das Ganze auch auf der Uhr haben. Aber hey, guys, The Trend is your friend. Und das Ganze im Hinterkopf immer zu haben, der Trend, der dauert halt so lange, bis er endet. Also das Ganze. Auf der Uhr schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, indem wir hier den Tag mal beleuchten und wir sehen es hier, zum Wochenauftakt hat der Markt ein Gap gerissen. Das wurde schon mal geschlossen, aber es gab keinen nachhaltigen Abverkauf. Das heißt, der Markt sieht hier relativ stark entsprechend aus. Kommt es hier oben doch zu einer Korrekturausweitung nach unten? Hätten wir erst einmal den nächsten Auffangbereich hier. An diesem Zwischentief, da muss ich noch mal ganz kurz etwas enger zusammenzoomen, damit wir sehen: schaut mal hier, dieses Rechteck, dieses grün gestrichelte, was ich eingezeichnet habe, das war das letzte Zwischenhoch. Ne? Das sind die 60, 26, wo das Hoche gewesen ist. Das sollte zunächst als ähm, Auffanglevel fungieren, wenn wir wirklich einen Schub nach unten bekommen. Geht es da drunter unter dieses Level, dann ganz klar müssen wir im Tageschart schauen: geht es hier auf dem Bewegungsarm ein Stückchen tiefer? Ausbruchbereich 5, äh, 57, 37 wäre mal hier ähm, ein gutes Kauflevel, beziehungsweise dann in die tieferen Regionen rein. Das schauen wir uns allerdings jetzt in der kleineren Zeiteinheit an. Das heißt, wir schalten mal kurz rüber in den 4-Stunden-Chart, nein, in den Stundenchart äh, im Öl und da sehen wir halt hier war das gap das habe ich mal rot markiert das wurde geschlossen und jetzt pendelt der markt ja so ein bisschen hin und her wir kriegen jetzt hier nehme ich mal an in kürze eine entscheidung was der markt will will er Oben drüber, also das heißt, nimmt er das Hoch hier raus, dann wäre das erste Mal ganz, ganz klassisch Thema Trendfortsetzung. Nächster Anlaufpunkt hier oben wirklich innerhalb dieses Widerstands bei 64,50. Kommt er aber von hier oben irgendwann irgendwo zurück, dann wird dieses Level, was wir hier unten haben, das habe ich eingezeichnet bei 62,82, das wird dann wirklich sehr, sehr interessant, denn. Egal, ob wir jetzt erst einmal deutlich oben drüber laufen und dann rumdrehen oder ob wir jetzt gleich abprallen, ne? momentan geht es ja so ein bisschen oben drüber, sollten wir hier drunter fallen, haben wir diesen Aufwärtstrend, diese Dynamik, die wir hier oben haben, diesen letzten Schub auch erstmal abverkauft. Der Markt geht dann ganz klassisch in die korrektive Phase rein und wie schon gesagt, auf dem Weg nach unten, gerade auch im Kurzfristbereich, da wird es dann halt interessant, sich mal so ein paar kleinere Level rauszusuchen, die man... Als kurzfristiger Trader mit in, Be in Bezug ziehen kann, und da haben wir hier dieses kleine Zwischentief nach der Erholung hier, bumm, nach oben, kurz nach unten, das ist so das Level um die 62,42, das ist das Zwischentief hier, dann hier im Stundenchart das Ausbruchslevel um die 61,82, das war das Hoch hier und dann können wir uns schon auf die Zwischentiefs orientieren, das heißt hier in diesem Ausbruchsbereich hier über diesen alten äh, großen Widerstandslevel, bei 60,47 haben wir ein Zwischentief und bei 60,19 und wenn der auch das Level abverkauft, dann dann haben wir hier auf dem Weg zum nächsten größeren Kaufbereich im Tagesschart noch die Schwung zwischen Tiefsee, die kleineren, bei 59,35 und 58,25? Das dann wohlgemerkt alles im Rahmen der korrektiven Phase. Das heißt, das sind die Drehpunkte im Rahmen des Aufwärtstrends an diesen Stellen, ist also. Entsprechend ähm, auch immer mal wieder mit einer Trendumkehr oder mit einer, mit einer Richtungsumkehr zu sehen. Das heißt, wenn wir tatsächlich drunter laufen, könnte durchaus hier auch Kaufinteresse rankommen. Und ich denke mal, das wird auch steigen, je näher wir diesem Unterstützungsbereich hier unten kommen. Um die 57. so, das ist schon echt interessant zu sehen, was hier passiert. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, äh, wie der Markt die oberen Level spielt. Also, wo er wirklich rangeht hier auf Tagesbasis. Ich hatte ja auch avisiert, dass wir diese Woche Montag, äh, Quatsch, diese Woche Freitag. Ein Öl-Spezial, da mache ich einen Spezialbericht für Öl. Ich habe von JP Morgan ähm, Informationen bekommen zum Thema Öl, zum Thema Ölzyklen. Das möchte ich hier nicht vorenthalten. Das ist sehr, sehr interessant und ich möchte dazu natürlich gerne auch ein bisschen, sage ich mal, meine eigenen Erfahrungen und meine eigenen Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung ähm, auch mit hier ins Spiel bringen. Das machen wir ganz in aller Ruhe am Freitag. Da geht es ein bisschen um die fundamentale Seite. Das brauchen wir allerdings, um hier den Markt richtig einschätzen zu können, auch für die Zukunft. Das quasi zum Öl. Ich mache weiter. Wir gehen jetzt erstmal bei äh, der Besprechung hier. Wir bleiben mal so ein bisschen bei den Rohstoffen. Und zwar gehen wir zunächst erstmal auf Gold hier an dieser Stelle. Und wie schon gesagt, wo wir das hier besprechen, wer Lust hat, einen Wunschmarkt analysieren zu lassen, Einfach rein hier. Ne? Mache ich sehr, sehr gerne. Und jetzt sind wir schon beim Gold. Es glänzte, <laughs> als wir hier oben waren. Jetzt ist der Glanz so ein bisschen verloren. Was sehen wir momentan? Weiterhin Abgabedruck. Was sehen wir noch? Hier unten die Marke um die 1790. Diesmal wieder wichtig. Wir stehen mal wieder da unten. Was sehen wir noch? Wir sehen den großen Abwärtstrend, wir sehen einen kleinen Abwärtstrend und wir sehen einen nahen Support hier um die Marke von. 1765, das ist das aktuelle Zwischentief. Das ist alles, was wir sehen. Was können wir jetzt erwarten? Was wir erwarten können, ist ganz klar, wir können eine Entscheidung hier in diesem Bereich erwarten. Fällt der Markt tatsächlich hier unter die 1790? Wäre das hier Richtung Trendfortsetzung des kleineren Trends? Erster Anlaufpunkt, 1765. Gibt der Markt das Ding komplett auf? Dann, wir sehen es, dann stehen mal Kurse unterhalb von 1700 auf der Agenda. Rein aus größerer charttechnischer Sicht, 1680 sind dann da. Wieso kann das passieren? Gold, ja, der sichere Hafen. Ich sage es immer wieder, solange wie die Entscheidung im, im US-Dollar nicht ganz klar gefallen ist, wird es hier mit dem Gezappel äh, sozusagen weitergehen. Wenn der US-Dollar wieder deutlich schwächer wird, also abverkauft wird, dann wird es so sein, schwächerer Dollar wird den Goldpreis stützen. Wenn der Dollar allerdings weiter gekauft wird und der Aufwärtstrend sich fortsetzt, dann wird der Goldpreis rein allein an der Tatsache, dass die Reaktionen in letzter Zeit immer sehr stark an die Entwicklung im US-Dollar gebunden waren. Starker Dollar hat den Goldpreis immer fallen lassen. Heißt also an dieser Stelle, das wird dann eher den Gang nach unten bringen. Und das ist mal der Blick in das größere Gesamtbild, was wir hier haben. Und wenn wir uns hier mal den, den letzten Schwung quasi auch mit anschauen wollen, wir haben es halt hier drüben relativ leicht zu sehen. Schaut es euch an. Das ist ein sauberer Abwärtstrend, den wir hier haben. Der hat immer ordentlich korrigiert. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, schiebt es den unten drunter durch oder nicht. Und wie schon gesagt, wenn ja, ist hier Luft nach unten. Wenn nein, erstmal wieder ein kleines bisschen gegenbewegen. Das kleine bisschen gegenbewegen würde mich auch nicht wundern. Wir haben es gesehen immer wieder, es gab unten ein Stückchen neues Trendtief und dann ist er erstmal ordentlich hier. Da ist er runtergelaufen, hoch, kleines Trendtief, wieder ordentlich in die Korrektur. Aber der Markt drückt immer. Wir haben oben fallende Hochs ähm, und. Ja, die Tiefs kommen halt auch so ein Stück weit runter. Nichtsdestotrotz, kurzfristig ist das Ganze interessant. Da orientiert man sich so ein bisschen an dieser Abwärtsbewegung, äh, die wir hier drüben in diesem Bereich auch haben. Und die ist wirklich wichtig zu sehen, denn hier an dieser Stelle, da gucken wir uns jetzt das Ganze mal in kleineren Chart, Chartverlauf an. Und da sehen wir hier relativ schnell, was los ist hier. Der Abwärtstrend ist ersichtlich. Hier der korrektive Trend, der ist gebrochen worden nach unten. Hier ist auch sowas ähnliches wie eine SKS gekommen. Und jetzt haben wir hier halt den laufenden Abwärtstrend und der steht jetzt hier halt am Tief. Und da wird es jetzt tatsächlich interessant an dieser Stelle, wie es hier weitergeht. Denn wir sehen es hier unten. Das letzte Zwischenhoch ist verdammt weit weg. Das liegt hier oben in diesem alten Verkaufsbereich. Also wir haben schon eine relativ hohe Volatilität. Das heißt, alles, was wir jetzt hier oben rein sehen, bis in, die, in den Bereich rum, um die ähm, 1815 US-Dollar, also dieser Drehbereich hier oben, das ist interessant als Korrektur zu sehen. Aber wenn wir hier tatsächlich abprallen, was bildet sich dann hier? Ein kleiner Aufwärtstrend. Und dieser kleine Aufwärtstrend hat halt dann das Potenzial, hier oben reinzulaufen. Das heißt, sobald wir hier über das obere Kurslevel drüber laufen, also hier über diese kleine Marke da oben drüber, das wäre dann mal der Auslöser, dass wir einen Gegentrend bekommen. Ähm, und da sehen wir halt dann relativ schnell an dieser Stelle, wo wir hier hinlaufen können. Und das wäre dann zunächst erst einmal wieder genau das Anzeichen, dass wir hier eine Korrektur zur Oberseite bekommen. Und das kann man dann schön planen. Und das ist, wie schon gesagt, für die kleinste Zeiteinheit interessant. Also für die ganz kurzfristigen Trader. Die schauen sich also diesen Rutsch hier entsprechend an. Das ist auch das, was der Trend nach unten macht. Ne? Der ist hier in die Bewegung gegangen, hat hier korrigiert, hat hier die nächste Bewegung gemacht. Und immer dann, wenn so ein Bewegungsarm gebrochen wird, hat man ja entsprechend die Korrektur. Und da schauen wir einfach mal kurz in die fünf Minuten rein. Und da sehen wir es halt auch, was ich in der Stunde gerade auch gezeigt habe hier. Laufen wir drüber, haben wir einen Stundenaufwärtstrend entsprechend liegen. Hier haben wir den letzten Verkaufsbereich, also wo diese 1795 liegen. Das ist ein bisschen über diesem Verkaufsbereich äh, gewesen. Das gibt uns dann allerdings die Möglichkeit, wenn wir tatsächlich dort oben drüber fliegen, hier an dieser Stelle die korrektive Phase ein Stückchen weit in die Ausdehnung zu betreiben, bis oben rein in das größere Level hier, oder was heißt in Anführungsstrichen größere Level. Das ist ja das letzte Drehlevel hier, was wir auf der Stunde gehabt haben. Und da haben wir die Bereiche, die hier jetzt wichtig sind, wären mal die kleinen Zwischenhochs dort oben. Hier der erste Anlaufbereich, den wir haben, der wäre mal an dieser Stelle hier. Der ist aber schon recht nahe nach der Trendbildung. Das sind die Marke um die 1796. Dann haben wir hier oben die 1800-Punkte-Marke und dann ist sie erstmal einiges an Luft zur Oberseite hin, die wir zur, sage ich mal, freien Entfaltung entsprechend mitnutzen können. Also, das ist tatsächlich der Blick in die Oberseite. Aber wenn der Markt hier schwach bleibt, wie schon gesagt, fallen wir Unten drunter geht das Ganze in Richtung Trendfortsetzung und dann müssen wir uns hier mit Blick auf den Tagesschart damit beschäftigen oder sollten wir uns beschäftigen, dass der Markt tatsächlich hier in den Verkaufsmodus geht und hier erst einmal das Zwischentief vom November letzten Jahres angeht. Hier unten dieses Level, was wir haben, zwar am 30.11. Das ist das Tief und das wäre dann erstmal zu testen. Wird das auch abverkauft, dann, wie ich schon gesagt, der Weg nach unten ist dann frei. Da gibt es hier drüben noch ein paar planbare Anlauflevel, aber das schauen wir erstmal für den. Kurzfristbereich ist das hier unten längst noch nicht relevant. Ja? Und das Ganze hängt auch immer ein bisschen am US-Dollar, an der Entwicklung vom US-Dollar. Das zum äh, Gold. Und dann gehen wir jetzt mal in die Währungen. Ich hatte heute oder habe heute vorbereitet britisches Pfund ähm, Schweizer Franken. Und wir haben auch noch eine Frage zum US-Dollar Schweizer Franken. Hier haben wir erstmal britisches Pfund Schweizer Franken. Ja, bewegt sich weiter schön nach oben. Hier im Tageschart. Ausbruch aus der Flagge. Ähm, sehr, sehr dynamisch gestern auch reingelaufen. Jetzt sind wir schon wieder oben ran. Das heißt, hier spielt so ein bisschen ähm, die Musik und wir sehen hier im britischen Fund Schweizer Franken das nächste Anlauflevel. Hätten wir mal hier oben in diesem größeren Verkaufsbereich um die Marke von 1,2536. Da ist die Luft auch da. Das ist alles sehr, sehr schön ersichtlich. Wir sehen auch hier im größeren Bereich, der Ausbruch aus dieser Seitwärtsphase ist wirklich sehr stabil gelaufen. Hier das schöne Korrekturmuster oben rauf. Kurzfristig müssen wir mal schauen, das Potenzial aus der Korrektur, die wir hier nach unten hatten, wenn wir das einfach mal oben drauf spiegeln wollen, da liegen wir oben irgendwo in diesem Bereich hier oben. Wartet mal hier oben mal drauf liegen. Also das rein äh, hypothetische Ziel, erstmal in kurzfristiger Sicht, ähm, hätten wir irgendwo hier um die 1,24, äh, 64, 65 rum. Ähm, das Ganze ist schön am Laufen. Das ist aber nur das reine hypothetische Ziel bemessen. An der Korrekturtiefe hier, je weiter so eine, so eine Bewegung läuft, je höher wird die Wahrscheinlichkeit einer Ermüdung. Aber ich möchte das mal gar nicht außer Acht lassen. Wir haben, wie schon gesagt, hier oben äh, die Marke von 1,25, naja, ein paar, eine 30 als Verkaufsbereich. Und das nächste Level, was wir oben drinnen haben, wäre mal hier oben das, der Bereich um die 1,28,20 hier das größere Verkaufslevel. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal noch im 4-Stunden-Chart mit an. Da sehen wir nämlich sehr, sehr schön, wie stark der Markt momentan auch ist. Schön unten rausgekommen. Ja, und da haben wir halt die Anlaufbereiche oben drinnen. Das heißt, wir sehen es hier, der Ausbruch ist schön gelaufen. Hier oben. Das nächste Bewegungsziel zunächst erstmal. Da kann man jetzt wirklich einfach schauen für diejenigen, die sich fragen, Mensch, wie fasse ich denn diesen Markt jetzt an? Oder diejenigen, die sich sagen, Mensch, ich warte hier mal so ein bisschen auf eine Korrektur und will die im Kurzfristbereich traden. Da kann man natürlich schauen, je weiter so eine Bewegung läuft, je größer wird das Korrekturpotenzial. Und dann kann man sich schon mal so ein bisschen auf die Lauer legen, so eine Umkehr zu traden. Thema Umkehr zu traden, ich, ich, ich mache jetzt mal kurz einen Abschweifer, wir kommen aber gleich wieder zum Fund zurück. Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, ähm, im Kleinen. Zeitbereich, ich glaube, das kriegen wir doch hier. Schaut mal, da ist das Setup auch noch drinnen, was ich ähm, erklärt hatte gestern Morgen, dass man einfach bei so einem Schub nach oben abwarten muss, bis diese Dynamik zu Ende geht. Schaut euch das mal an. Hier ist diese Dynamik zu Ende gegangen und dann kam, was kommen musste: der Rutsch zur Unterseite hin. Und das ist das, was ich meine, wenn wir hier eine korrektive Phase bekommen für so einen starken Auftrieb, dann können wir uns auf die Lauer legen und einfach auf solche Situationen warten. Und das ist genau das, was hier an dieser Stelle auch passiert ist. Hier kam der Rutsch im Kleinen, hier, das ist mal der starke Abwärtsschub, den wir hier unten drunter haben, dann die Korrektur, dann der nächste Rutsch und diejenigen, die das gestern im Kleinen getradet haben, hier. Basis 15 Minuten oder 5 Minuten spielt überhaupt keine Rolle. Dann der Rutsch im kleinsten im Minutenchart. Wir hatten ja ähm, diese Themen hier auch immer mal wieder beleuchtet. Da ist es dann einfach da. Moment, das kriege ich glaube ich gar nicht so klein jetzt an dieser Stelle, doch bis gestern rein. Schaut mal hier, der Zeitrahmen, den wir hier haben, das ist der Trend. Ah, ja, ich glaube, wir kriegen es doch nicht. Also hier ist der Abwärtstrend in der Minute. Und das lief wirklich in hervorragender Manier. Und das ist so ein bisschen immer auch das Potenzial, was wir haben, wenn Bewegungen wirklich so stark und weit laufen, dass wir das ganze Thema hier mit zum Traden nutzen können. Und das ist die Chance, die man hier auch auf der Gegenseite hat. Wir sehen, dass sich das Ganze irgendwann erschöpfen wird und dann eine kurze Gegenbewegung, das gut und gerne möglich. Und damit jetzt der Blick mal noch in das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Hier zunächst auch im 4-Stunden-Chart. Wir sehen hier momentan schon eine deutliche Gegenbewegung. Der Tagesschart im US-Dollar, Schweizer Franken ist auch aufwärts gerichtet. Wir kommen jetzt aus dem Level von unten raus. Die korrektive Phase ist mal definitiv hier beendet. An dieser Stelle. Das heißt, wir haben es gesehen, wir sind hier entsprechend nochmal kurz drunter gespiked. Jetzt haben wir diesen Abwärtstrend, der hier da ist. Wartet mal, ich zeige es mal ganz kurz ein. Schaut mal hier, das ist der Abwärtstrend. Der ist zunächst jetzt erst einmal gebrochen. Das heißt, wir haben hier eine ganz saubere Umkehr aus dem Aufwärtstrend da. Und der Schub nach oben, der sollte jetzt zunächst erstmal dieses Verkaufslevel hier um die 089. Was haben wir hier liegen? 83, 84 angehen. Ja? Hier hat der Markt gewendet, quasi aus der Formation oben raus. Und dann schiebt der Markt weiter nach oben. Also die Anlaufmarker, die wir hier oben drinnen haben, die sind schon ganz klar auf der Long-Seite zu sehen. Und wenn wir jetzt einfach mal die, die korrektive Phase uns anschauen wollen, ich wir mal kurz die Trenderkennung raus und wir uns das mal nur im 4-Stunden-Chart anschauen, dann sehen wir halt wirklich, das ist der Trend, den wir nach unten hatten. Der ist jetzt raus und wie schon gesagt, hier ist nichts, was auffällt, bis auf dieses kleine Wendelevel hier oben, als der Markt in die korrektive Phase reingegangen ist über einen Trend. Und da haben wir die 0,89,84 liegen und damit ist das mal der erste Anlaufpunkt. Nächster Punkt über diesem Level wäre hier dieses kleine Zwischenhoch grob um die Marke von 0,9020 und dann stehen wir schon oben am Tageshoch bei 0,9045 in etwa und wenn auch das noch fortgesetzt wird, dann können wir uns deutlich weiter auf die Oberseite setzen. Das heißt, dann können wir mal ausmessen, dass auch jetziger Sicht war die Korrekturtiefe und wenn wir uns das mal rausnehmen wollen, diese Korrekturtiefe einfach oben drüber zu spiegeln. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das auch treffe hier. Das ist immer ein bisschen tricky. So, wenn ich das einfach mal hier oben drauf setze, dann sehen wir, wo wir oben schon landen. Da heißt das hoch hier, das haben wir drinnen liegen. Hier, da, um die 0,290, 20. Also das mal auf den Tagesschart bezogen. Da laufen wir genau hier oben. In die größeren Bereiche rein. Also da wäre schon, wenn sogar der Tagestrend sich auch fortsetzen wird, viel Luft zur Oberseite. Sehr, sehr viel Potenzial. Wir halten das weiter im Auge. Das hätten wir äh, dazu. Was haben wir hier noch? Nasdaq erstmal im Sinkflug. Oder, ach, da muss ich dran denken. Gestern hatte ich den Dau den vergessen, das habe ich im Nachgang gemacht. Ähm, tja, Nasdaq im Sinkflug. Puh. Also, es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was man unter Sinkflug versteht. Ähm, für mich ist das kein Sinkflug, was wir hier sehen, äh, wenn ich mir den Tageschart anschaue. Ähm, was haben wir in der Stunde? Geist, wir haben eine Korrektur. Ähm, wir haben in der Stunde einen, einen intakten Aufwärtstrend. Wir haben auf Tagesbasis einen ganz, ganz intakten Aufwärtstrend. Ne? Da ist er. Und das bisschen, was wir in der Stunde sehen, ist einfach hier. Korrektur. Wichtig an dieser Stelle wäre jetzt wirklich, dass wir nicht hier unten drunter unter das Zwischentief fallen bei 13.925 Zähler und dann ist da alles wieder schick. Also, klar, wir haben eine Korrektur, logisch, die kommt auch irgendwann, das habe ich auch gesagt. Wir müssen mal schauen, ob die Händler in den USA auch so ein Follow-Through-Day machen, ähm, wie wir das hier in, äh, der, in Europa gesehen hatten am, am Montag. Der kam gestern nicht, gestern kam der Abverkauf. Wir müssen mal sehen, wir hatten die Schnäppchenjäger auch immer wieder da, ähm, wenn wir uns den Chart jetzt mal anschauen und wir bekommen tatsächlich einen weiteren Abverkauf unter das kleine Zwischentief hier grob bei... 13.695 Zedern. Ja, natürlich, dann ist der Markt nach unten offen. Anlaufpunkte haben wir dann sozusagen über die kleinen Zwischentiefs hier. 13.650. Dann haben wir diesen Schwungbereich hier um die 13.600 Punkte Marke. Und wenn auch die noch äh, quasi abverkauft wird, ja, dann ist es schon so ein bisschen Sinkflug. Hier unten das Zwischentief rein. 13.525. Und wenn es dann ganz heftig wird, ja. Dann haben wir es halt hier unten, das Drehbereich oder das Drehlevel um die 13.360. Aber wie schon gesagt, aktuell haben wir hier lediglich eine Korrektur am Laufen. Und wenn wir uns hier mal, ich gehe mal kurz in den, in den äh, 4-Stunden-Chart, wenn wir uns mal diesen Trendverlauf auch anschauen lassen wollen, wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend auch im 4-Stunden-Chart. Ja? Und das, was wir hier sehen, ist wirklich nur die äh, korrektive Phase. Wenn es böse wird, fallen wir hier unter die 13,525. Äh, Gut, dann ist der Aufwärtstrend erstmal da. Wir haben halt hohe Schwankungsbereiten in Teilen auch, aber für mich sieht das Ganze ganz gesund, ganz normal aus. Alles schick äh, von der Seite. Sinkflug, ja, das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden, auf welcher Seite er auch steht. Von mir aus oder von meiner Warte her aus ist der aktuelle Aufwärtstrend weiterhin absolut intakt. Der Bewegungsarm ist ebenfalls weiterhin absolut intakt, und wir haben es ja auch gesehen. Aus der letzten Korrektur heraus hat dieser Bewegungsarm durchaus auch das Potenzial, Richtung 14.500 Punkte zu laufen. Das wahrscheinlich nicht in einem Zug, das ist ganz normal, aber ähm, hey, solange wie das, was wir hier ist, intakt ist, würde ich hier jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt in Panik verfallen. Ähm, man kann äh, über Absicherungsmöglichkeiten nachdenken, vielleicht das Risiko ein bisschen aus dem Markt nehmen, ganz klar, aber. Ich persönlich würde hier jetzt noch nicht gegen den laufenden Bullenmarkt wechseln, das äh, oder sprechen. Das für mich äh, persönlich äh, wird erst dann wichtig, wenn wir hier tatsächlich unter die Marke von 13.500 Punkten fallen. Das wäre für mich mal aus Charttechnischer Sicht äh, der Beleg dafür, dass es erstmal eine tiefere Korrektur auf der Tagesbasis geben kann und da stehen dann 12,7 ähm, zur Debatte. Aber wie schon gesagt, so weit ist es dort längst noch nicht gekommen. Alles klar, das der Blick. In den NASDAQ. Weitere Fragen sind jetzt hier nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich wie immer ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen früh wieder um 8.30 Uhr mit den nächsten Handelsideen. Dann auch wieder die Tür offen für Fragen. Das heißt, ich freue mich auch auf Fragen und sage allen gute Trades. Machen Sie einen Plan, traden Sie den Plan und verdienen Sie das Geld an den Märkten, das Sie gerne wollen. Bis dahin alles Gute und Tschüss.